Geht doch. Hallo. Jakob, hallo. Hallo. Hallo Jana. Ja, herzlich willkommen zu unserem Werkstattgespräch Animationsfilm, international stark Animationsfilme aus Deutschland am Beispiel von Maurice der Kater. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir was für Animation machen, weil Emily Christians und Dirk Beinold haben vor 2 Jahren in der Akademie die Sektion Animationsfilm gegründet, endlich. Und wir sind gerade dabei, sie aufzubauen und wollen gern für Sichtbarkeit sorgen. Und da ist natürlich so ein Gespräch und so ein toller Film ein super Anlass dafür. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ganz kurz zu Emily. Ihr kennt vielleicht Filme von ihr wie Ups, die Arche ist weg oder auch Nico, das Rentier. Das sind auf jeden Fall Filme, die meine Kinder sozusagen beim Großwerden begleitet haben und ich sie auch alle auswendig kenne. Und jetzt mit Maurice der Kater, gerade nominiert für den Europäischen Filmpreis, war beim Goldenen Spatz und Schlingel nominiert, bei Sundance eingeladen, hatte einen US-Start, war bei uns in der Vorauswahl, also ganz viele Preise und ist auch noch mitten auf der Reise. Und wir wünschen dem Film natürlich für den Europäischen Filmpreis alles Gute, da gehört er auch genau hin. Und ich freue mich total, dass wir jetzt einen tiefen Einblick kriegen in die Arbeit, in die Entstehungsgeschichte zu diesem Film, aber auch grundsätzlich die Zusammenarbeit bei Animation. Und übergebe an dich, Emily, dass du deine Gäste, deine Kollegen, dein Team vorstellen kannst. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Vielen Dank, Arne, und vielen Dank an die Akademie, dass wir das machen können. Ich freue mich auch riesig, dass wir das jetzt doch tatsächlich in diesem Herbst geschafft haben, unsere erste Animationsvorstellung auf die Bahn zu bringen. Ich habe jetzt eher den Produzentinnenhut auf als den Sektionshut und freue mich, dass ich mit drei ganz wunderbaren Kollegen euch durch die Entstehung unseres Films führen kann. Und ja, jetzt ist hier schon Heiko. Wir machen jetzt mal uns vier. Ich fange mal an. Ich stelle mal. Heiko Henschel ist unser Production Designer und Character Designer an dem Film gewesen. Wir haben auch vorher schon viel zusammengearbeitet. Heiko hat sich auch die wunderbaren Nestria von unseren Ups-Filmen ausgedacht und wird euch gleich Einblicke geben in die Arbeit und wie solche wirklich imposanten Charaktere und Backgrounds und Sets entstehen. Dann haben wir hier Tobi Genkel, den Regisseur des Films und den Regisseur einiger unserer Filme. Und ja, wir haben jetzt schon wirklich lange Jahre zusammengearbeitet, aber wir finden, das ist unser Meisterwerk im Moment hier, der Moin Maurice. Moin. Und dann ist hier noch Peter Bohl, unser Animation Supervisor bei dem Film, der im Prinzip das Schauspiel verantwortet und uns später auch erklärt, wie das eigentlich funktioniert, dass sich die Hallo. Charaktere bewegen. Wir haben überlegt, wir würden gerne, wenn Fragen oder Anmerkungen oder irgendwas ist, gerne macht das zwischendurch, hebt eure gelbe elektronische Hand, die bei Reaktionen zu finden ist, unten auf der Leiste und na, die gelbe elektronische Hand. Die Waage elektronisch. Und dann beantworten wir Fragen gerne zwischendurch. Ansonsten haben wir aber auch hinterher noch mal einen Moment Zeit und können hoffentlich ins Gespräch kommen. Ja, bitte stellt Fragen. Also wir wollen, braucht kein Monolog werden. Wenn es einer wird, ist es jetzt auch nicht schlimm, aber wenn es ein Dialog wird, ist, macht es mehr Spaß. Ja, wir achten drauf, ob jemand was sagen möchte. Und wir haben weil das Ganze ja sehr visuell ist, ist ja ein Animationsfilm, wollen wir euch gerne was zeigen. Wir haben eine Präsentation vorbereitet. Diese Präsentation hat sehr viel Text, weil wir teilweise da Seiten genutzt haben, die wir von anderem haben. Seht ihr jetzt das? Kann mal jemand? Ja. Also ich sehe es. Gut, das ist Maurice. Das ist unsere Hauptfigur, Maurice der Kater, The Amazing Maurice. Und jetzt, Moment. Und das ist Terry Pratchett, der den Roman The Amazing Maurice geschrieben hat. Das meinte ich mit viel Text, aber wir haben es jetzt einfach mal so übernommen.
2015 haben wir über interessante Wege den damaligen Agenten von Terry Pratchett, der damals auch noch gelebt hat, kennengelernt und haben den eingeladen zu unserer Ups, die Eiche ist weg, Teampremiere, um zu zeigen, was wir aus Europa heraus machen können. Und der war sofort überzeugt. Und am nächsten Morgen haben wir die Option unterschrieben, diesen Roman verfilmen zu können. Das ist ein Buch von 42 Teilen der Discworld, des Universums von Pratchett. Und ja, das war schon eine spannende Sache, weil die Rechte doch sehr rar vergeben werden im Moment. Also 2015 ging es los. Und dann haben wir uns auch relativ bald englische Co-Produzenten gesucht, weil wir als Deutsche mit diesem Heiligtum Pratchett dachten, also ich zumindest dachte, ich brauche da produzentische Unterstützung, um da den richtigen Ton zu treffen. Das Drehbuch hat Terry Rossio geschrieben, den wir ein kleines bisschen mitgeerbt hatten damals und worauf wir dann doch sehr stolz waren und was eine wirklich unglaublich konstruktive und gute Zusammenarbeit war mit diesem, ja, ich glaube, der hat, glaube ich, das zweitgrößte Box-Office-Skripte geschrieben weltweit. Ich weiß aber nicht, wer das erste ist. Und ja, die zweite Fassung haben wir verfilmt, beziehungsweise wir haben uns dann Tobi an Bord geholt, um das zu verfilmen. Und ja, dann ging es los. Und wir zeigen noch mal kurz den Trailer, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Und danach geht es dann ins Detail. The original fairy tales are all the same. The princess, the hero. But this story is a little different. I am the amazing Maurice. That cat can talk. Well, of course. Many of us can. All right, go, go, go. So what am I in your story? You're not handsome enough to be the love interest. Then you're not funny enough for comic relief. Right, I'm off to get my adventure bag. Let's go. I think I love her. Looks like a town with opportunities. It's all quiet. There aren't any local rats here. It smells, doesn't it? Smells like a mystery. There has to be a clue that would advance the plot. The world doesn't have a plot. Things just happen. Are you all right? Yeah, I'm all right because I landed on my head. You won't believe what we found. It's a deadly evil. Ominous. Don't worry, a cat always lands on its feet. Maurice! Amazing, Maurice. You have to fight it! Come to me! What? You'll have to find out the rest yourself. The amazing Maurice. It's really not your average fairy tale. Important safety tip. Don't eat a dead rat that just ate something. That just ate something that made it dead. Aber mit Produzentin, Regie und Drehbuch ist nicht getan. Und jetzt kommt Heiko ins Spiel. Denn wir mussten oder wollten das ganze Jahr bebildern und designen und kreieren. Und jetzt würde ich mal an dich, Heiko, übergeben. Ich klicke durch und du erzählst uns was zu Entstehungsprozessen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Als du gerade sagtest, wann das Ganze angefangen hat, Emily, ich weiß, dass ich, glaube ich, dreimal bei dir irgendwie an die Tür geklopft hat. Du hattest das Vergnügen, gegenüber direkt zu sein über den Gang. Im Studio damals und ich glaube, ich habe dreimal irgendwie bei dir gefragt, wenn ihr was mit Pratchett macht, sagt mir Bescheid, weil ich mitbekommen hatte, dass da irgendwas im Busch war und entsprechend froh war ich, als es tatsächlich dann dazu kam. Die Sache ist, Pratchett ist ein Heiligtum für die Briten, das ist total klar und entsprechend groß war für mich die Aufgabe, das irgendwie
zu bebildern für uns alle, glaube ich. Die Aufgabe war relativ groß. Und für alle, die es nicht wissen, was beim Character Design jetzt zum Beispiel jetzt hier bei Malizia ist, letzten Endes ist das unsere Art von Casting. Wir gucken, was für Typen, was für Figuren für den Film gut passen. Und gleichzeitig ist es halt eben auch natürlich so ein bisschen Kostümdesign, was für ein Typ die das Mädchen ist, wie lang die Haare sein können, um sie irgendwie gut und auch abenteuerlich rüberkommen zu lassen. Ich weiß, dass, oder wir wussten, dass im Buch sie als rothaarig beschrieben wird, eine Schleife im Haar hat und auch ein schwarzes Dress hat. Aber das ist natürlich irgendwie wahnsinnig schwierig zu sagen, was ganz genau dann für ein Typ sie wirklich ist. Und wir hatten das Glück, dass Carter Goodrich für uns Designs gemacht hatte. Der war oder ist quasi der Lead-Character-Designer gewesen zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Der hat an Shrek mitgearbeitet, Ratatouille mitgearbeitet, Merida und auch an Despicable Me. Und der hatte diverse Zeichnungen gemacht zu Malizia. Und das war halt eben große, viele Haare, ein langes Kleid und wir wussten, dass wir irgendwie was Praktischeres brauchen und sind dann irgendwie, ich weiß nicht, ob Tobi, du kannst dich, glaube ich, auch daran erinnern, ich glaube, es war irgendwann war dann Audrey Tautou als Frisur so ein bisschen und auch Karin Mioska. Ganz genau, Karin Mioska im Gespräch. Und darauf fußte dann letzten Endes so ein bisschen, eins kam zum anderen, das schwarze Kleid blieb, die schwarze Schleife im Haar auch. Und sie sollte halt eben irgendwie vor allem praktisch sein. Sie sollte zwei Sachen so ein bisschen haben. Sie sollte natürlich ein bisschen, sie sollte nett anzusehen sein, aber sollte auch was Spezielles haben. Und wir fanden dann, dass das ganz gut gelungen ist. Und sie zieht sich ja auch einmal im Film relativ am Anfang direkt um und hat dann was relativ Praktisches an, was halt eben nicht mehr das Kleid ist, was ständig irgendwie im Weg ist, sondern ihr Adventure Suit. Ja, also wenn du nochmal bei Malizia einmal guckst, das ist die kurzen Haare, du hast es auch schon erwähnt, lange Haare sind ein wahnsinnig, wahnsinnig schwer im Animationsfilm und mit unseren Budgets müssen wir einfach darauf achten, einfach uns choose your battles einfach. Muss ganz klar sagen, ja, wenn willst du einen halben Film, dafür hat sie dann aber lange Haare, dann ist die Entscheidung relativ klar. Also wir müssen dann oftmals sehr praktisch denken, was dann aber dann oftmals einfach auch, ja, mal man sagt so Form follows Function, sagt, ne, auch einfach zu richtig tollen Resultaten kommt. Ja, also man hat dann auch gemerkt, das ist sie auch irgendwie total. Das passt einfach auch zu ihrem Charakter, dass sie kurze, eigentlich ein bisschen praktischere Haare hat, weil sie jeden Moment kann das Abenteuer losgehen. Ja, man weiß nie, was passiert. Also, ja, Fingernägel trimmen, Haare kurz halten, man weiß ja nie. Und das, diesen Adventure-Suit, der, soweit ich weiß, nicht in dem Roman steht, hat auch praktische, ja, und auch praktische Gründe, also auch Budgetgründe. Wir konnten diesen Rock, der auch in dem Film so fantastisch aussieht, nicht den ganzen Film über so animieren. Und so, das ist halt einfach ein wahnsinniger Aufwand im 3D-Animationsbereich. So, da liegen die, liegt der Teufel halt an ganz, das ist ein echtes Minenfeld zum Teil. Und dann haben wir uns auch gesagt, lassen Sie ihr doch in so einen coolen Suit stecken. Aber was, wenn man den Film sieht, ist einfach auch ganz fantastisch zu ihrem Charakter passt. Ja, dass sie sagt, in 2 Sekunden hat sie sich umgezogen, weil sie ist immer ready to go. Ja, Keith war tatsächlich auch insofern eine Herausforderung, weil im Buch ist er als hellhaarig und ich glaube Stupid Looking Boy oder Stupid Looking Kid, war das irgendwie so die Beschreibung, die glaube ich da drin ist, und das macht es natürlich, das schränkt es ein bisschen ein, wenn man weiß irgendwie, dass er eigentlich im Buch als blond beschrieben wird, und ich weiß noch, dass ich sehr happy war, als dann die ersten Stimmen oder die ersten Actor damals gecastet wurden und dann plötzlich halt eben Dev Patel auf dem Tisch war, eventuell gefragt werden könnte, und aus irgendwelchen Gründen war dann plötzlich irgendwie so das Feld an anderen Typen total offen und hat relativ zügig, wir haben sehr, sehr lange gesucht nach so einem blonden Jungen, der irgendwie gut passt, also viel länger, als wir letzten Endes dann gesucht haben, um ihn dann zu finden. Einfach nur dadurch, dass die Stimme plötzlich was ganz anderes ermöglicht hat. Und das war großartig. Also es offen für Casting zu halten, war in diesem Fall total der Schlüssel. Und ja, ich
Ich bin total froh, dass er so geworden ist. Er ist natürlich total bescheiden, also auch gerade im Kontrast zu Malicia, die total stark ist, die halt eben jede Geschichte, jede Aktion zu ihrer Aktion macht, ist er halt eben total zurückhaltend und muss sich erst im Laufe des Films finden. Und das ist tatsächlich auch ja der große Unterschied zwischen Buch und dem Film, dass er halt eben auch wirklich einen Story-Arc hat, der für ihn gut passt. Und ich bin da immer noch sehr, sehr froh drüber, vor allem über die Haare. Also Haare sind tatsächlich auch bei uns oder waren immer für uns oder für mich eine große Sache, dass Malicia kurze Haare hat und trotzdem total pfiffig und irgendwie ansprechend aussieht. Und er, der halt eben diese tolle eigentlich hat, das sind so ein bisschen Sachen, die waren mir besonders wichtig. Du warst gerade schon bei den Ratten, genau, Peaches. Es ist total schwer, tolle Ratten zu machen, wenn man weiß, dass der Lead-Character-Designer bei Ratatouille gearbeitet hat. Das ist so wie, okay, unmöglich, das irgendwie zu toppen. Deswegen haben wir, ich weiß das noch, es gab am Anfang mal ein Line-Up mit 5 Figuren, alles Profile, super simpel, wo ich einfach nur geguckt habe, okay, was geht da, was ist möglich, weil wenn Carter Goodridge halt eben irgendwie an Darkton, glaube ich, und an Peaches gearbeitet und diese Figuren sahen zauberhaft aus, aber man hat immer so das Gefühl gehabt von, okay, wenn ich da jetzt irgendwas dran verändere, dann wird es echt schwierig. Und ich weiß, dass wir auch Diskussionen vor allem hatten, wie viel Kleidung sollen sie überhaupt anhaben? Also ab wann wird Kleidung irgendwie unglaubwürdig? Sollen sie wirklich irgendwie kleine Anzüge anhaben? Oder reicht nicht vielleicht, wie in ihrem Fall, ein kleines Kopftuch aus? Ich fand es halt eben total spannend, tatsächlich dann auch Ratatouille als Film so ein bisschen abseits davon zu analysieren, wie Hände gemacht wurden, wie Füße gemacht wurden, wie die Nase, also wie der Kopf in die Nase übergeht, um dann aktiv einen ganz anderen Weg zu wählen, damit man wirklich eigene Ratten mit einem eigenen Design versieht, damit man nicht irgendwie in so eine Falle gerät von, diese Ratten sehen ja eigentlich genauso aus wie bei Ratatouille. Ich finde eigentlich, dass wir einen ganz guten Job gemacht haben damit. Auch tatsächlich durch Anregungen von Tobi. Ich weiß noch, dass du über die Ohren gesprochen hattest, die einfacher zu machen, die weniger, wie soll man sagen, menschlich oder realistisch aussehen zu lassen. Und auch tatsächlich, ich meine auch, dass dieser kleine Anzug, den hier Sardines anhat, also dieses kleine, die Andeutung, die Fellandeutung von Jacket, kam, glaube ich, auch von dir. Und war spannend, tatsächlich auch mit diesen tollen Designs, die bereits vorhanden waren, sich auf einem komplett anderen Feld oder ganz anders zu bewegen, um was Eigenes zu gestalten. Ja, viele, viele Ratten haben wir gemacht, verschiedene Typen. Es gab diesen einen, das Rat Pack, wo sie alle, also zumindest die Hauptratten, haben alle eine unterschiedliche Persönlichkeit von so einer Art, Searcher zu jemand, der halt eben eher die Kinder, da unten sind die kleinen Kinder irgendwie abgebildet, die Kinder beaufsichtigt. Und letzten Endes helfen uns solche Sheets wie hier, abgesehen vom Design, natürlich dabei, dann den ganzen Sachen eine Materialität zu geben. Also tatsächlich metallische Objekte halt eben irgendwie mit Fotos oder Holzobjekte, wie so ein Holzknopf, dann irgendwie möglichst greifbar zu machen für alle folgenden Departments, die sich halt eben damit beschäftigen müssen, die Sachen entweder mit Haaren zu versehen oder mit Materialien, dass die Sachen schön haptisch greifbar sind. Pied Piper. Das ist so ein bisschen, da kamen so zwei Sachen zusammen, weil es ist ja eigentlich der Rattenfänger von Hameln. Und da habe ich halt eben irgendwie, oder haben wir versucht zu finden, was für historische Darstellungen gibt es denn eigentlich vom Pied Piper oder von dem Pfeifer von Hameln. Und da sind auch so ein paar Illustrationen, die um diese eine farbige Figur angeordnet sind. Das sind so Sachen, die wir gefunden haben und dadurch inspiriert, plus einer Pose, die lustigerweise auch wieder Carter Goodridge gemacht hatte, allerdings für Keith, also für unseren Sympathieträger, mit der Mütze und der Feder. Das führte dann alles zu so einem spinnenartigen, länglichen Wesen, was letzten Endes halt eben so ein bisschen old-fashioned, so ein bisschen wie aus einer Sage aussieht und dann halt eben zu unserem verrückten Piper wurde. Also da fließen ganz viele Sachen zusammen, auch vom Color Scheme, also vom Farbschema her, dass das Haus, was da oben rechts angegeben ist, quasi genau sein Kostüm, mit dem Kostüm übereinstimmt. Diese ganzen Erwägungen werden quasi die gesamte Zeit über im Art Department getätigt, einfach damit halt eben irgendwie Figur und Set zusammenpassen. Ja, hier haben wir auch die Sets ganz genau und Poster werden erstellt für die Stadt. Also diese ganzen kleinen Details und Detailliebe auch haben wir versucht in die
Sets hineinzustecken und dass auch jeder Raum, zumindest ist das so ein bisschen die Philosophie, die wir gefahren haben, die Räume sind immer, in diesem Fall ist das Malizia, also quasi eine Bibliothek, in der sie wohnt. Sie ist von Stories umgeben, überall sind Easter Eggs, die irgendwie auf Pratchett verweisen, untergebracht. Und sprich, dass halt eben der Raum, wo sie wohnt, eine Verlängerung ihrer Persönlichkeit ist. So ist das so ein bisschen, versuchen wir da auch vorzugehen, einfach um die Welt und die Figuren sowohl in den Sets als auch in den Charakteren so, wie soll man sagen, so komplett wie möglich zu machen. Ich glaube, wenn du noch einmal, Melissa's Raum, das Set ist einfach auch ein perfektes Beispiel, wie sich das Set-Design so langsam veränderte, während die Geschichte sich langsam vorantrieb. Also, weil wir hatten all diese Szenen, in der Melissa ja aus dem Buch vorliest. Ja, und wir wollten einfach nicht, wir haben schon geahnt, würden wir sie einfach nur in ihren Sessel setzen und sie würde jedes Mal, wenn man wieder zu ihr schneidet, in den Sessel sitzen und haben gesagt, das ist erstens nicht sie und zweitens wird es langweilig. Also haben wir uns überlegt, wie kann man denn Vorlesen interessant machen? Wie können wir dem Ganzen noch was geben? Also haben wir angefangen, und das sieht es da, Ebenen einzuziehen. Ja, sie ist erst da oben, dann rutscht sie die Leiter runter, dann geht sie rüber in ihren Sessel. Dann ist sie aus ihrem Sessel aber auch schon wieder verschwunden, weil sie wieder schon wieder woanders hingegangen ist, um sich oben vor das Fenster zu setzen. Einfach auch, um die reinen Erzählermomente halt auch visuell interessant zu machen und auch, dass die halt zu Melissa passen, weil die würde nie still sitzen, um eine Geschichte zu erzählen. Dafür ist sie zu voll davon. Und wir können da momentan, ihr seht das auch nur an der Oberfläche kratzen, wenn man die Genese von diesem Raum sehen würde, dann würde man das auch sehen, dass es halt erst nur ein Attic ist, voller Bücher und dann kommt es Stück für Stück dazu, weil wir halt immer mehr dazu gedichtet haben. Ja, das ist jetzt die Red Catchers Guild, also da, wo die quasi Bösewichte irgendwie, Bossman und seine zwei Handlanger quasi zu Hause sind. Das war, glaube ich, der allererste Raum, den wir dann auch später für, also sowohl fertig designt hatten, also um auch den Stil festzulegen. Hier ist er. Genau. Tatsächlich halt eben war so ein bisschen, also es war sowohl Stilfindung als auch tatsächlich auch wie, obwohl es ein Kinderfilm ist, wie realistisch oder schmutzig auch tatsächlich Sachen sein können, wenn man da irgendwie so in so einer angeranzten Bude ist, wo diese Jungs irgendwie tatsächlich irgendwie essen und alles liegen lassen und also wenn da Mutti irgendwie unterwegs wäre, die würde da einmal mit dem Staubsauger lang gehen, aber das ist halt eben so eine Bude, die wirklich runtergekommen ist und das haben wir quasi auch gemeinsam ausgelotet. Ich weiß noch, dass als ich eines der ersten Sachen dafür gezeigt hatte, sagtest du, wenn wir jetzt beim Realfilm wären, also Tobi, du sagtest, wenn wir jetzt beim Realfilm wären, würde ich dich zum Mittagessen schicken und dann heimlich überall Dreck verteilen. Und wenn du wiederkommst, also das war, wo ich wieder, okay, ich darf ein bisschen mehr, wir dürfen ein bisschen schmutziger werden, um so einen Realismusgrad zu bekommen, der irgendwie glaubhaft ist. Und der auch wiederum, hier ist auch wieder der Raum typisch für die Leute, die da drin wohnen, auch das ist eine Erweiterung ihrer Persönlichkeit. Das sind einfach zwei Leute, die, das ist auch eine alte, wie heißt das nochmal, eine alte Apotheke. Sprich, ja, genau. Wenn die mit ihren ganzen Giften, Rattengiften mischen, das passt alles irgendwie zusammen. Ja, wir haben gesagt, die beiden haben die Apotheke geerbt und haben es dann in ihre Rattenfänger. Genau. Ja, das ist auch sehr toll. Genau, eine Seite aus dem Artbook, was wir glücklicherweise auch quasi bekommen haben oder das gemacht wurde. Und da sieht man auch die 3D, die 3D-Räume und wie liebevoll tatsächlich und detailverliebt mit dem Holz, mit den ganzen Elementen, den Käfigen und den Farben umgegangen wurde, nur um es irgendwie greifbar zu machen, dass das echt eine abgeranzte Bude ist. Genau, das haben die Engländer, also das war Red Star. Die haben da uns großartige Sachen wirklich hergestellt. In diesem Fall jetzt hier, das ist die Speisekammer. Willst du da ganz kurz was dazu sagen, Tobi? Ja, also links seht ihr das Konzeptart von Heiko und rechts seht ihr Final Renders aus dem Film, wo ihr auch sehr gut sehen könnt, wie dicht wir am Ende das finale Bild an unsere Farbenroots nachher haben bringen können. Einfach, weil die auch so toll geworden sind. Ja.
Na, da haben wir noch ein paar Bermuds jetzt. Genau. Ja, stimmt. Ja. Das sind ganz frühe Geschichten, ne? Genau, es gab halt eben irgendwie einen Das Kies noch blond. Guck und mal. sie hat lange Ja, Haare. genau. Das stimmt, Da das haben wir Kies doch geglaubt, wir können uns lange Haare leisten. nicht. Genau. Ja, nee, aber der war verdammt lange blond, bis er tatsächlich dann sein echtes Gesicht und seine echte Persönlichkeit bekommen hat. Diese Sachen, also ich habe, glaube ich, irgendwie um die 10 Bilder gemacht, die ganz am Anfang für den Film so ein bisschen Stellvertreter sein sollten, die so ein bisschen die wichtigsten Ecken in der Story bebildern, gleichzeitig halt eben so ein bisschen Vorgeschmack auf einen Endkampf oder irgendeine Konfrontation oder irgendwie jetzt unten links ist halt eben diese Pit-Situation, wo halt eben die Ratten quasi gegen die Hunde antreten, eine sehr unangenehme Sequenz und auch sehr gefährlich. Und um das alles einmal irgendwie zu bebildern, habe ich halt eben ganz am Anfang der Produktion ungefähr waren es 10 Bilder gemacht. Und dann hat man basierend darauf entschieden, ob es wirklich in diese Richtung geht, ob die Stimmungen stimmen oder ob man nochmal eine ganz andere Ecke geht. Und das ist jetzt hier Happy End quasi, wenn die Ratten ihr neues Zuhause gefunden haben, eine Rattenstadt innerhalb von Bad Blitz gegründet wurde. Und das Buch, was vorher tatsächlich nur so ein Buch war, Mr. Bunsey Has an Adventure, wird quasi für sie als neue Heimat Wirklichkeit in Bad Blitz. Ach ja, oh ja. Das ist, dann Ja, gab es mehr Mut. ja, mehr Mut. Ja, der gesamte Film oder wichtige Elemente und wichtige Panels aus dem Storyboards, also das ist quasi alles basierend auf Storyboards, die wir gemacht hatten von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, gibt es quasi einmal so eine Art Farbspektrum mit gesetzten Lichtern, einmal Wir nennen quasi das, als Heiko, wir nennen Vorschlag, das, beziehungsweise, mal ja? ganz kurz, Heiko, wir nennen das Color Script. Ich Ja. glaube, das erklärt es recht gut, was es ist. Das heißt, dass wir das Farbkonzept des kompletten Films uns vorher überlegen. So, ne, das schreitet auch voran durch die Monate, während wir die Storyboards machen und die Animatic. Aber letztendlich überlegen wir uns wirklich das vollständige Farbkonzept en Detail für jede Sequenz. Auch von diesen Farbbildern, ihr seht jetzt, jedes Bild ist nur einzeln. Wir machen davon auch eine sogenannte Color-Farb-Timeline. Das heißt, wir wiederholen die Bilder so häufig, wie man sie in Länge dann im Film sieht. Und dadurch können wir dann genau sehen, ist der Film zu lange zu dunkel, ist der Film zu lange zu hell, ist er vielleicht, ne, zu monochrom oder irgendwas. Einfach, das, wir kriegen einfach ein sehr gutes Gefühl vorher dafür, welche Stimmung der Film haben wird, weil da kommen wir vielleicht später zu vieles im Animationsfilm, ist es halt wichtig, viele Dinge vorher zu wissen, weil wenn man sie dann einmal produziert, werden sie so schnell so teuer, dass man dann nicht mal daran rumnesteln kann, wirklich. Und dafür all diese fantastisch aussehende Vorarbeit. Es Entschuldigung. ist auch tatsächlich eine gute Referenz fürs Lighting. Also tatsächlich, dass da bereits Lichtquellen angegeben sind mit der Farbtemperatur, gibt den Leuten halt eben schon, die dann tatsächlich im Lighting Department sitzen, einen guten Hinweis darauf, wie sie eine Szene zu leuchten haben. In der Animation haben wir ja gar nichts, wir haben ja keine Lichtquellen und gar nichts. Wir müssen ja alles tatsächlich setzen. Und hier in dem Moment im Film haben wir jetzt dann das Storyboard fertig. Ich konnte leider keinen Ausschnitt heute mehr ausgraben, weil es doch schon tief in den Servern ist. Aber in dem Moment haben wir jetzt das Storyboard fertig und das Color Script und nehmen die Stimmen auf. Ja, kommen wir zu den Stimmen Gerne. gehen. Das war unser Cast zum ersten Mal, zumindest in den Filmen, die ich gemacht habe, wirklichen Cast. Also ansonsten machen wir eher unsere Voices mit guten SchauspielerInnen, die aber keinen Namen in dem Sinne haben. Und hier hatten wir plötzlich 11 Leute oder sogar 12. Ja. Das war schon speziell. Und ich habe Hugh Laurie als Maurice, Emilia Clarke als Malicia und da haben wir einen kleinen Ausschnitt. Maurice, well, he's a cat, for one thing, but you probably knew that. He's devious, he's sly, he's smooth, he's charming, and a bit of a psychopath, I would think. He's a survivor, I think above all. But then cats are, aren't they? They are all about survival.
I don't know that I'm not one of nature's natural Maurices. You know, clever, cunning, manipulative winners. That's not how I see myself at all. I see myself as a bumbling idiot who's just lucky to get through the day. So to have the chance to play a character with these kinds of powers and that sort of charisma is tremendously enjoyable. I wish I could do it more often. You don't need to be clever to see that this is a bad situation and might be running away from quite soon. Well, what enticed me to accept the role of Melissa was a couple of things. Animation, number one. I'm like, yep. What do you want me to do? What is it? I will do it. I would like to do that. And then, obviously, more than that, Terry Pratchett. It's such pedigree. His work is so treasured, and it's something that I definitely grew up reading with my brother. It was just like a complete no-brainer. I was expecting something horrible yet interesting, some ghastly clue that would advance the plot. So Melissa as a character, she is an incredibly optimistic, bright-eyed and bushy-tailed young lady who lives in her imagination and lives for reading and lives for stories and lives to the fullness of life. And you get me loads of cash, right? It's all a big swindle. She's got us banged to rights, boss. You won't tell on us, will you? A talking cat and a talking tap-dancing rat. They'll think I'm making up stories again. Tobi hat die Voice-Regie gemacht. Ja, das war in Corona, remote. Ja, das waren wirklich schwierige Zeiten. Also die Leute überhaupt ins Studio zu kriegen, war gerade für unsere englischen Produzenten, denen wir auch die Credits geben müssen, dieses Cast zusammenbekommen zu haben. Da haben die einen großen Anteil dran. Da haben die einen großartigen Job gemacht. Also und die überhaupt ins Studio zu kriegen, war offensichtlich wahnsinnig schwer in der Zeit. Da war es in England, sah es ja, glaube ich, wirklich sehr finster aus. Also das war schon eine verrückte Erfahrung. Eine großartige Erfahrung. When I started working on how to bring Keith to life, as it were, vocally, I did have to think about his physicality, even though, you know, no one's going to be seeing any of that. Obviously, his sort of nervous disposition was something that I wanted to work on in terms of the register of his voice. But also a lot of it was working with Toby and the team and sort of them telling me what they needed. It was the first time that I've done an animated film. What I learned was that you have to really go over the top more than you would, hopefully, when you're acting in front of a camera. Maurice! Ah! You need so much range and tonality in the voice for everyone to then animate too. And that was something I had to sort of push myself to get to, I think. Hey, what's this? Killer lot? That sounds bad. Oh, yeah. Und noch einen kurzen Clip und dann... What drew me to the role of Darktown? Well, I just finished working on a show called Good Omens with Neil Gaiman, which was written by Terry Pratchett. And I just love his world. I love the characters that he creates. So when this came to the table, I was like, yeah, I have to do it. It was like an instant yes. Darktown is like, he's like this analytical big rat. I kind of likened him to an officer in the army. You, come in, attach the string. Me? I don't know if I can. Quick, do it! Okay, all right. Yeah, oh. So, jetzt haben wir die Stimmen auch. Und jetzt? Und jetzt geht's zur Animation. Peter, wir haben dir da ein paar... Ja. Vielleicht sollten wir irgendwie an dieser Stelle auch nochmal, wo wir bei den Stimmen waren, erwähnen, dass ja ganz eigentlich ganz interessant ist, dass wir die Stimmen immer zuerst aufnehmen. Wir brauchen die nämlich für die Animation. Das heißt, das ist nicht so wie Synchronsprecher das normalerweise gewohnt sind, dass sie ein Bild haben und darauf sprechen, sondern die sprechen uns das ein und dann animieren wir zu deren Mündern sozusagen, zu deren Mundbewegungen. Das ist ein großer Unterschied zum Realfilm, genau wie eigentlich, finde ich auch, das haben wir noch nicht erwähnt, dass im Prinzip der Schnitt bei uns ja auch zuerst gemacht wird. Vielleicht will Tobi dazu nochmal was erklären, weil das finde ich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, was wir machen, ist, dass wir Storyboards erstellen.
Jetzt muss ich nicht mehr erklären, was Storyboards sind. Wir sind hier im richtigen Chat. Und wir unterlegen die Storyboards mit den Stimmen der Schauspieler. Und daraus entsteht ein Film, den wir Animatic nennen. Und in dieser Animatic ist jede Emotion, jeder Schnitt, inklusive zum Teil auch Layout-Musik und Geräuschen drin. Das heißt, wir haben den Film im Grunde genommen als Skizze, machen wir ihn vorher. Wiederum, bevor es richtig teuer wird. Das ist halt auch der Punkt. Also die wir skizzieren alles aus, wir sind uns sicher, die Story funktioniert, alle sind happy, dann wird dieser Animatic-Prozess geschlossen und erst dann geht es in die nächsten Produktionsschritte. Ein extrem wichtiger Teil des Animationsfilms. Und genau, und dann baut darauf auf. Und dann haben die Animatoren die Stimme quasi vor sich liegen als Waveform. Sie sehen das und können darauf die Mundbewegung machen, die sie brauchen. Aber, und das habt ihr vielleicht auch kurz in dem Interview, der Himmisch hat es ja auch erzählt, es gibt ja kein Bild für ihn. Er weiß ja nicht. Das heißt, das ist was ich dann mit den Schauspielern zusammen mache. Ich sag ihnen, übrigens, wenn du diesen Satz sagst, hängst du an der Klippe und bist kurz davor abzustürzen. Und dann werden sie diesen Satz so liefern. Ja, dann schreien sie rum, keuchen. So, das ist wirklich harte Arbeit. Ja, oder wenn du den Satz sagst, musst du verdammt leise sein, weil gleich nebenan ist der Pied Piper und wenn der dich erwischt, bist du richtig geliefert und so weiter. Das macht riesen Spaß mit den Schauspielern, gerade auch, weil man sie so von der Leine lassen kann. Die, also alle haben gesagt, wie viel Spaß ihnen das bringt, weil ich schweife ein bisschen ab, Peter, ich bin gleich fertig. Aber weil es ist kein Filmset da, keine Kameras, niemand, keine Kostüme. Man macht einfach nur Take, Take, Take. Und die können sich da richtig gehen lassen. Es macht einen großen Spaß, weil sie halt auch uns was geben müssen. Ja? Große Nuancen. Ich habe immer gesagt, wenn also diese große Shakespeare-eske, also mindestens für die letzte Reihe spielen, wenn nicht noch weiter. So, und jetzt sind wir bei dir, Peter. Entschuldige. Ja, ich würde eigentlich, bevor wir hier zu den Figuren kommen, erst einmal erklären wollen, weil wir haben bisher ja nur über gezeichnete Designs gesprochen, wie wir diese ganzen Designs jetzt eigentlich in diesen Kasten reinkriegen. Und denn um es animieren zu können, müssen diese Figuren ja erstmal im Computer gebaut werden. Und nicht nur die Figuren, sondern auch die gesamte Umgebung muss gebaut werden. Das ist ganz wichtig. Und es ist ein riesiger Aufwand, der da betrieben wird. Denn wir bewegen uns ja in einem dreidimensionalen Raum. Das heißt, alles, was irgendwo im Bild wird, muss mühsamst gebaut werden. Und das ist von Grashalme und Blätter und Bäume und Mauersteine, was auch immer, alles wird gebaut, einzeln und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, genauso wie die Figuren. Das ist eigentlich der gleiche Prozess. Und zwar kann man sich das vorstellen, als würde das aus Ton geformt werden, sowas wie man das kennt. Man hat einfach einen Klumpen und fängt an, daran rumzuziehen. Und so machen diese sogenannten Modeler das auch. Die nehmen sich erstmal eine Form, das ist vielleicht ein Ball oder ein Quadrat oder was auch immer, ein Würfel. Und der wird mit ganz vielen Unterteilungen ausgestattet, dass man so eine Art Gittermodell hat, wie so ein, mit so einem Maschendrahtzaun umwickelt sozusagen. Und an jedem dieser Knotenpunkte können die dann anfangen rumzuziehen und fangen an, daraus Figuren zu formen, Häuser zu formen, Grashalme zu formen, was auch immer. Alles wird, man kann es dann immer wieder neu unterteilen, in diese, dass dieses Drahtgeflecht immer feiner wird. Und davon haben wir nicht zufällig ein Bild, ne? Das wäre ja schön gewesen. Aber ist auch egal. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Denn irgendwann hat man dann so eine Hülle von einer Figur. Ich rede jetzt mal hauptsächlich von den Figuren, die aus, wie gesagt, so einem Art Drahtgeflecht besteht. Und an jedem Knotenpunkt,
jeder dieser Knotenpunkte, also wenn man diese Hülle hat, dann wird als nächstes tatsächlich ein richtiges Skelett hineingesteckt, was für diese Figur gebaut wurde. Und dann fängt ein sehr schwieriger Prozess an, der auch sehr, sehr langwierig ist. Das nennt sich das Skinning. Da wird dieses Drahtgeflecht mit den Knochen verbunden. Und zwar jeder einzelne Punkt muss einem Knochen zugeordnet werden und auch nicht immer zu 100%, sondern manchmal auch nur zu 20% oder was auch immer, sodass am Ende die Haut, die äußere Hülle dem Knochen folgt. Wenn das funktioniert, das ist also schon ein sehr, sehr schwieriger Prozess, dann kann ich als Animator da noch lange nichts mit anfangen. Denn ich kann an den Knochen nicht rumzuzeln, sondern ich brauche dann sowas, was ihr hier jetzt seht. Das ist jetzt Maurice mit den sogenannten Anfassern. All diese kleinen Dinger, die da so drumherum sind, die kann ich jetzt mit meiner Maus irgendwie anklicken und dann kann ich die bewegen. Dann kann ich den Kopf drehen, kann ich die Augen auf und zu machen, den Mund etc. etc. bis hin zu den kleinsten Fingergelenken und sowas. Und auf diese Weise kann ich dann meiner Figur eine Anfangspose zum Beispiel geben und sichere mir die und dann kann ich in der Zeit, ich habe ja meine 24 oder 25 Bilder pro Sekunde, kann ich in der Zeit ein bisschen nach vorne gehen, eine nächste Pose machen. Man kann sich das Trick, Zeichentrick habt ihr ja sicherlich alle mal gesehen, wie das funktioniert, wie so ein Daumenkino. Man geht halt ein paar Bilder weiter, macht wieder ein Bild und der Computer hilft einem dann so ein bisschen, indem er schon mal die Zwischenbilder irgendwie anbietet, die man aber in der Regel dann noch sehr intensiv bearbeiten muss. Und so kann ich dann halt meine gebaute Figur in meiner gebauten Welt hin und her bewegen. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, weil es ja auch eine Form von Schauspiel bedeutet. Das heißt, die Animatoren müssen sich natürlich irgendwie vorher überlegen. Oder manchmal macht auch Tobi uns freundlicherweise, der ist dann nämlich sehr talentiert, der macht uns das manchmal auch vor. Haben wir nicht sogar mal sowas gehabt? Das würde ich gerne gleich auch nochmal zeigen hier. Aber jetzt gehen wir nochmal eben zu Tobi. Half the things they say about me are not true. Ja, da ist die hin, die Würde. Ihr seht, das ist sehr, kann sehr lustig sein und wir machen das auch. Also ich nehme, wie alle Animatoren, wir nehmen uns auch gerne zu Hause selber auf oder machen Grimassen im Spiegel oder was auch immer. Wir versuchen auf jeden Fall, uns das erstmal so im stillen Kämmerlein zurecht zu schauspielern und um dann überhaupt erstmal zu wissen, wie will ich meine Figur überhaupt bewegen. Und dann geht's halt ins Eingemachte, dann fängt dieser mühsame Prozess der Animation an, indem ich also wirklich jedes einzelne Gelenk irgendwie anfasse und immer bewege, sodass sich dann am Ende irgendwie eine flüssige Bewegung raus ergibt. Und weil das manchmal halt sehr schwierig ist, auf der bewegten Figur immer den richtigen Anfasser zu finden und weil es einfach so furchtbar viele gibt, wie man hier nämlich sieht, gibt es noch vereinfachte Bilder für mich, so ein Panel, den ich mir aufmachen kann, den sieht man hier, da kann man jetzt zum Beispiel Maurice' Gesicht sehen und wir sehen alleine an seinen Augen jedes dieser kleinen diese kleinen Punkte oder sowas, die kann ich anfassen, um den entsprechenden Teil seines Gesichtes irgendwie zu verschieben. Und genauso kann ich dann eben auch, ihr seht da um den Mund rum diese Punkte, damit kann ich die Lippen formen. Dann gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die Lippen zu formen. Ganz links sieht man irgendwie unterhalb der Hände dann so eine stilisierte Hand mit diesen ganzen, da habe ich alle Fingergelenke und unten alle Fußgelenke, diese ganzen Punkte. Und dann geht's los und
Wenn ich jetzt animiere oder wenn wir animieren, dann kann man ungefähr sagen, bei so einem Film, wenn wir eine Minute geschafft haben am Tag, dann ist das schon nicht so schlecht. Es kann natürlich auch sein, dass man einfach Shots hat, in denen einfach 10, 20 Figuren sind, dann kann man von der Minute in der Woche vielleicht träumen. Irgendwie das, nicht Minute, eine Sekunde. Sekunde ich natürlich. Auch, ich wollte gerade sagen. Ich habe eine Minute gesagt. Eine Minute wäre toll. Dann wären wir schnell fertig. Nee, eine Sekunde am Tag, vielleicht mal zwei, wenn es gut läuft. Das ist so das, was wir Animatoren dann so raustun am Ende des Tages. Und jetzt stellen wir uns alle mal vor, dass nicht nur eine einzige Ratte in einer Szene ist, sondern 20. Mhm. Genau. Oh Gott. Und wer bekommt die Szenen? So, und dann ist... Say about me, not true. Oh mein Gott. Alright. Ah, das ist super. Diese... Wir tun alles. Wir tun einfach alles. Natural Born. Diese Referenzen sind absolut super. Das ist natürlich irgendwie immer die enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Ich weiß nicht, ob es beim Realfilm viele Regisseure gibt, die das auf diese Art und Weise vormachen. Aber bei uns ist das halt so, wir schicken auch uns Videos hin und her und sowas kann man halt einfach super gut gebrauchen, um irgendwie eine Vorstellung davon zu kriegen, wie das Ganze später sein soll. Und wenn man das dann hinkriegt, dann freut man sich. Und jetzt haben wir noch ein paar fertig geleuchtete und gerenderte Bilder. Vielleicht mag noch jemand was zum Licht setzen und Compositing sagen. Ja, also es ist letztendlich so, dass wir die Szenen werden bei uns tatsächlich auch ausgeleuchtet und das sieht interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob wir einen Shot davon haben, von so einer geleuchteten Set. Nee, so haben viel. Wir leider nicht. Okay, aber es sieht letztendlich auf dem Monitor nicht so viel anders aus als auf dem Set. Es sind wirkliche kleine Lampen, die man hinstellt. Es gibt Bounces, nennt man das, glaube ich, die abstrahlen. Es gibt Gegenlichtlampen. Es gibt, es wird wirklich ganz, ganz klassisch geleuchtet. Die neuen Rendermaschinen, Engines, berechnen das Licht auch, als wäre es real. Deswegen sehen diese Bilder auch oft so haptisch aus. Es ist oft einfach das Licht, das es dann zu einem Bild macht. Für mich jedes Mal wieder ein faszinierender, magischer Moment, muss ich sagen. Jedes Mal aufs Neue. Ja, Wahnsinn. Aber da seht ihr auch, jetzt haben wir den Vergleich nicht, aber dass diese Moods passen wirklich ziemlich präzise zu dem, was wir... Diese Bilder, die ihr seht, schätze ich mal, sind in etwa ein Jahr oder anderthalb Jahre nach dem Color Script gemacht worden. Also wir folgen da der Version, die wir am Anfang hatten, wenn sie denn gut war, folgen wir bis zum Schluss durch. Und das Compositing ist dann der letzte Schritt und letzte Schliff für alles. Und wir haben, anders als im Realfilm, haben wir 2 bis 3 Tage Grading und nicht längere Zeit, also keine Wochen, sondern das wird schon so gut angeliefert und so aufeinander abgestimmt, ja, das Material, dass da wirklich wenig noch, genau, zu tun ist, wo das Postproduktionshaus noch einmal drüber... Compositing macht dann aus einem schönen Bild ein magisches Bild. Ja, Florian... Bringt das Ding dann zum Singen, sage ich mal. Genauer kann ich es nicht sagen, weil ich kann Florian Westermann, der zweite Regisseur, also oder besser weiß ich nicht, das zweite Regisseur, Co-Regisseur, der nennt es immer Salz und Pfeffer. Also quasi, da wird das Bild, was schön schon aus dem Lighting kommt, nochmal gewürzt. Man kann halt eben die Tiefen noch richtig einstellen, ob irgendwie vielleicht etwas im Hintergrund noch etwas mehr Off-Fokus sein muss. Wo ist der Fokus? Wo müssen wir genau hingucken? Und wie wird das Auge des Zuschauers, der Zuschauer, geleitet durch die gesamte, Szene, durch die gesamte Sequenz? Ja, und dann ist der Film fertig. Dann kommt noch die Musik. Also wir haben einen Moment, der heißt Picture Lock, und ab da wird kein Frame mehr geschnitten und ab da können im Prinzip auch andere Gewerke anfangen, zum Beispiel das ganze Sounddesign. Wir haben ja keinen O-Ton, nichts, keine knarrende Diele, kein Türklappern, gar nichts. Das kommt alles drauf und natürlich die Komposition, was... In dem Fall hast du das in enger Zusammenarbeit mit Tom Howe gemacht, Tobi, der in UK war und
Das ist wirklich sehr schön. Wir hatten auch einen Spezialflötenspieler. Ja. Ein Mann, den wir einen Tag gebucht haben für sämtliches Flötenspiel im Film. Und der konnte nur Flöte spielen. Ne? Also, aber das konnte er. Mein Gott, das konnte er. Und der hatte ganz viele Flöten. Auf jeden Fall. Er konnte alles spielen, was man ihm zugebucht hat. Er konnte auch schief spielen, was wir brauchen. Ja. Apropos besonders, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Thema Animation. Es gab doch auch jemanden, der gesteppt hat. Also so ein Stepptänzer, ein Extra, der halt eben bei Sardines ein großer Entertainer und Stepptänzer ist. Da gab es auch jemanden, der extra Stepptanz für uns aufgenommen hat, nicht wahr? Ja, weil wir nicht die Fred Astaire-Choreografie nutzen wollten, weil wir da rechtemäßig nicht ganz klar waren, ob das geht, haben wir jemanden selber eine Choreografie steppen lassen und die auch tatsächlich 1:1 animiert dann. Ja, es gibt eine Szene, wo Sardines dann steppend vom Bösewicht eingesogen wird und da haben wir den Tänzer an ein Seil gebunden und haben ihn durch das Tanzstudio gezogen, während er gesteppt hat. Und würde man es jetzt vergleichen, du siehst es 100 Pro. Das lässt sich wirklich schwer animieren, diese verschiedenen Kräfte, die gegeneinander wirken. So, er hat auch alles gegeben. Ja, und das hat Peter und das Team haben das dann eben auch als Referenz und jemand kann sich freuen, sowas zu machen. Ja, also bei der Animation ist es natürlich einerseits so, dass es irgendwie schwierig ist, manchmal Bewegungen nachzuvollziehen. Man muss natürlich immer, das ist, glaube ich, das Talent eines jeden guten Animatoren oder beziehungsweise das, was einen guten Animatoren ausmacht, ist, dass er irgendwie Bewegungen erkennen und verstehen und analysieren kann, um überhaupt irgendwie erstmal zu wissen, wie er das überhaupt erreichen kann, dass etwas dann am Ende so, wenn man beachtet, wie viel wir da im Detail rumfrickeln, dass am Ende wirklich so eine Bewegung rauskommt, wie wir sie wollen. Und noch viel schwieriger als das ist natürlich, finde ich, diese Emotionen zu spielen, und zwar so ganz feine Emotionen. Je feiner das wird, desto das ist bei uns halt sehr, sehr schwierig, weil wir müssen, wenn wir jetzt einen melancholischen Moment irgendwie animieren wollen, dann haben wir halt auch nur, müssen wir am Augenlid zocken und sowas oder zupfen und Gesichter so fein, so formen, dass das dann irgendwie rüberkommt, das ist tatsächlich eine recht schwierige Sache. Und wenn das gelingt, dann haben wir immer was erreicht. Irgendwie, das finde ich, macht halt den Unterschied auch meistens vom Kinofilm zum Fernsehfilm, dass diese Figuren halt wirklich auch eine Persönlichkeit bekommen. Und das ist auch wiederum so ein bisschen noch die Arbeit des Supervisors beziehungsweise des Animation Directors, zu die vielen Animatoren zu koordinieren, dass die Figur immer den gleichen Charakter hat, weil jeder Animator animiert ja so ein bisschen anders und es muss halt irgendwie aber immer die gleiche Figur und die gleiche Art sich zu bewegen sein irgendwie. Und das ist dann noch der Job, das zu koordinieren und die Animatoren alle entsprechend anzuleiten, dass es am Ende aussieht, als hätte es im Prinzip einer gemacht. In dem Fall hatten wir das Glück, wir hatten zwei Studios nur, die animiert haben. Das war Studio Rakete in Hamburg und Red Star in Sheffield. Da gibt es auch Produktionen mit 4, 5 Studios, wo der Worksplit und das aus einem Guss machen und so schon noch größere Herausforderungen sind. Aber ja. Also man kann, glaube ich, insgesamt kann man sagen, dass beim Trickfilm, das finde ich, ist vielleicht anders als beim Realfilm, dass wir einfach jeden einzelnen Schritt, der muss absolut sitzen. Wir gehen nicht zum nächsten Schritt, wenn das nicht absolut passt. Weil halt irgendwie, ihr habt ja wahrscheinlich verstanden, wie unglaublich aufwendig das alles ist. Und wir können uns einfach das nicht leisten, für die Tonne zu arbeiten. Wir müssen
alles ganz präzise machen und es muss alles genau stimmen, weil jeder Fehler, der sich in das nächste Department zieht, der verdoppelt sich oder vervierfacht sich. Und wenn man irgendwie im Storyboard einen Fehler macht und das in der Animation ausgleichen will, dann wird es halt direkt teuer. Und so verschenken wir auch kein einziges Frame. Wir machen unser Storyboard so präzise und so genau, das wird so durchgetaktet, dass wir in der Animation, wir machen nicht ein Frame zu viel oder zu wenig in unseren Szenen, sondern wir machen es genauso, wie wir es geplant haben. Und auch solche Posterposen hier, das ist nicht mal eben, das ist kein Foto, sondern das hat auch alle Departments durchlaufen, bis es ein einziges Bild dieses Charakters ist. Ja. Und das gebaut. Und den fertigen Film, dann sammeln wir immer die Poster. Weil das ist natürlich auch noch Teil, dass wir das Marketingmaterial liefern müssen, weil es im Prinzip keiner erstellen kann. Wir können keinen Fotografen ans Set holen für Poster, Shoots und Sonstiges. Das heißt, wir liefern einen gewissen Toolbox an die weltweit agierenden Verleiher und ja, jeder baut dann daraus im Prinzip was. Die Franzosen in der Mitte sind sehr auf Orange gegangen, aber es ist immer ganz schön, ganz schön zu sehen, wenn das dann bei uns eintrudelt und das Grande Mauricinho. Sammeln wir immer doch sehr gern. Und das waren unsere Kinostarts bis jetzt. Der Film war wirklich weltweit auch eben in den Kinos und in sehr wenigen Territorien eigentlich direkt in den Stream oder ins sonstige Auswertungskanäle. Und ja, dann haben wir eine kleine Festivaltour hinter uns, worüber wir uns auch wirklich gefreut haben. Und jetzt eben noch die European Film Awards, wo wir nominiert sind. Und falls jemand in der Akademie ist, nehmen wir da gerne eine Stimme. Und Sundance war toll. Tobi, du warst da mit Terry Rossio zusammen und hast den Film präsentiert. Ja, das war toll. Und die Presse hat sich gefreut. Also es kam wirklich gut. Und much cooler than Garfield. Das oben rechts fanden wir schon ganz cool. Much cooler than Garfield will ever be. Oh. Ja. Also, ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke. Gehen wir jetzt noch in eine offene Frage. Soll ich das jetzt mal beenden? Ah, da, hallo. Ja, hallo. Ich bin Oran Tod, ich studiere an der Filmuni Babelsberg Animation. Und ja, wahnsinnig interessant. Vielen Dank für die Gelegenheit. Es war wirklich sehr viel Arbeit, das spüre ich schon. Und ich wollte nur fragen, wie findet man euch, wenn man vielleicht Fragen hat zu seinem eigenen Projekt oder wenn man vielleicht Empfehlungen möchte, kann man euch irgendwie finden? Ich könnte meine E-Mail-Adresse mal in den Chat schreiben. Ja, gerne. Und dann kann ich sonst auch gerne vermitteln, wenn das Spezialfragen sind und würde dann ja, dich weiterleiten. Dankeschön. Sonst ist das Studio, in dem der Film hergestellt wurde, das nennt sich Studio Rakete. Das darf man an dieser Stelle ja vielleicht auch mal sagen. Ja. Wir sitzen in Hamburg. Sonst keiner was? In dem Chat kam mal eine Frage wegen dem Render. Das würde ich auch gerne mal interessieren. Welchen Render-Engine haben wir denn benutzt? Ja, wo ist Flo, wenn wir ihn brauchen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann Jana das sagen. Jana? Arnold? War das Arnold? Ich überlege gerade auch, ob es Arnold ist. Sie denkt gerade auch nach. Hallo, wir haben mit Arnold gerendert. Rendern mit Arnold, genau. Mit Arnold. Und das Compositing haben wir Nuke gemacht und animiert ist das Ganze mit Maya.
Dankeschön. Gut, schön. Bin ich auch mal froh, dass ich meine dänische Frage beantworten kann. Ja, du bist auch wirklich die Einzige. Ja. Stehen wir gerade ganz schön scheiße da. So, Jungs, merkt euch das mal hier. Oh, es interessiert mich, was nach mir kommt. Wenn die Animation vorbei ist, dann bin ich raus. Emily, da ist noch eine Frage von Raul im Chat. Magst du die, liest du die? Es geht noch was um, ob du was zu der Finanzierung sagen möchtest. Ja, und ich würde noch bei der Frage gerne ergänzen, woher du den britischen Co-Produzenten oder die Produktionsfirma gefunden hast. Dann sage ich jetzt vielleicht erst was zum britischen Co-Produzenten und dann kann Richie, nehmen wir dann auch noch dran. Und dann zur Finanzierung. Den britischen Co-Produzenten habe ich tatsächlich über Umwege über Kanada gefunden. Da war ich zu einer Cartoon-Veranstaltung in Kanada und da saß jemand neben mir, dem ich davon erzählt habe, von dem Projekt, und der sagte, okay, dann musst du jetzt mit Andrew sprechen. Und das war tatsächlich ein Umweg um die halbe Welt, um dann mit einem Engländer zu sprechen über den Film. Und der ist großer Pratchett-Fan, was uns auch tatsächlich sehr zugute gekommen ist als Produzent. Und da hatte Heiko auch tatsächlich einen guten Ansprechpartner, der auch Pratchett komplett kannte. Und wir haben auch sehr eng mit Pratchett. Ein Jahr, nachdem wir die Option unterschrieben haben, ist Terry Pratchett leider verstorben. Und wir haben aber seitdem auch dann sehr eng mit seiner Agentur und auch seine Tochter und seine Frau beinhalten, gut zusammengearbeitet. Die Finanzierung, wir hatten knapp 11 Millionen Euro. In Deutschland war das ziemlich aus verschiedenen Bausteinen. Moin war unsere, in Hamburg war unsere einzige regionale Förderung. Ansonsten war die FFA noch dabei. Dann hatten wir als Weltvertrieb Global Screen groß drin und haben uns die Finanzierung relativ geteilt, UK und wir. Wobei die Engländer, oder wir haben sie uns geteilt, die Engländer hatten es etwas praktischer, weil die eine sehr große, signifikante Finanzierung von Sky hatten, die den Film taggleich ins Kino und auf Sky gebracht haben. Und dadurch war das da eben, waren es eigentlich nur drei Bausteine, wohingegen wir, ich denke mal, 10 verschiedene Finanzierungsquellen insgesamt hatten. Und Animationsfilme insgesamt sind gar nicht so anders zu finanzieren als Realfilme. Wir sprechen im Prinzip mit den gleichen Leuten, Verleih, Weltvertrieb, regionale, nationale, europäische Förderung, Eigenmittel, Referenzgelder. Also das ist tatsächlich nicht anders. Aber 11 Millionen ist schon eine Menge Geld. Also das ist schon ein gleicher Start. Ein sehr großes Haus. In Deutschland wäre das ja nicht möglich, ein Start am gleichen Tag auf Sky und im Kino. Heißt es, dass es keine Kinofördermittel gab aus England oder haben die da kein Problem mit? Die haben keine Kinofördermittel da drin gehabt. Das war nur Tax Shelter und Sky. Ja. Wer hatte sich denn noch gemeldet? So, jetzt. Ja, ich kämpfe gerade mit dem iPad, aber ich versuche es irgendwie. I'm sorry. Ja, schöner Film, irgendwie super Präsentation. Ist total klasse, vor allen Dingen halt eben auch die Plakate, die man halt eben auch so sieht, irgendwie aus den verschiedenen Ländern. Frage da an der Stelle, habt ihr einen Einfluss darauf, auch ein bisschen halt eben auch zu gucken, wie denn jetzt irgendwie die Herausbringung ist? Also gerade halt eben auch, ich glaube, in Deutschland ist er nicht ganz so gut gelaufen. Und von der Produktionsweise her, habt ihr ein bisschen auch mit Motion Capture, falls diejenigen, die das nicht wissen, müsstest du mal erklären, was Motion Capture ist, habt ihr damit auch irgendwie gearbeitet in dem Bereich oder nee, Frame-by-Frame-Animation? Okay. Also Motion Capture ja, Motion Capture ist eine Sache, ich erkläre es mal eben, das ist, bekommt man so einen Anzug an, da hast du ganz viele so kleine Kügelchen dran und dann nehmen Kameras die Bewegung auf und man kann die Bewegung eines Schauspielers sozusagen direkt auf einen Menschen übertragen. Das würde sich ja bei Katzen und Ratten sowieso schon mal von selber ausschließen.
Und wir nutzen das eigentlich grundsätzlich nicht, weil das Tolle an Animation ist ja eigentlich, dass die Figuren sich so super bewegen können. Und die können sich ja viel besser bewegen als jeder Mensch. Und wenn man es wirklich so realistisch machen möchte, dass es genau aussieht wie ein Mensch, dann kann man auch einen Realfilm draus machen im Endeffekt. Wir stehen da nicht so drauf. Wir machen alles grundsätzlich wirklich in unserer Kleinarbeit als Animatoren und benutzen sowas nicht. Das ist auch gar nicht so praktisch irgendwie. Man muss dann trotzdem noch unheimlich viel nachbearbeiten und so. Und ist nicht so unser Ding. Und auf die Poster nehmen wir keinen großen Einfluss. Wir lassen uns die aber schon zur Abnahme schicken, weil Billing-Blocks, dass alle Logos drauf sind, da gibt es erstaunliche Dinge, wie das doch verschwindet und falsch wird und so. Also wir nehmen jedes Poster ab, aber wenn die Franzosen sagen, bei uns ist orange der Knaller in allen U-Bahnen, dann sagen wir nicht, bleibt doch bei grün. Also das ist auch wirklich Geschmackssache. Also wir haben von vielen Filmen Postersammlungen hier und es ist wirklich interessant zu sehen, wer welchen Geschmack hat und wie das gemacht wird. Und mit dem deutschen Verleih arbeiten wir eng zusammen, auf jeden Fall. Teilweise ist es ja auch saisonal. Ich meine, der kam als allererstes im Winter raus und plötzlich lag überall auf den Covers Schnee, obwohl nicht einmal Schnee fällt im Film. Aber plötzlich war es ein Weihnachtsfilm und wurde genauso vermarktet in diversen Ländern. Sind die Dächer voller Schnee und auf dem Fußboden auch. Also nur auf dem Plakat, nicht im Film, aber scheinbar hat das gereicht, um Leute ins Kino zu ziehen. Ich beantworte kurz die Frage aus dem Chat, wie lange die Produktion gedauert hat, von 2015 bis tatsächlich 2022, inklusive Rechte verhandeln und die ganzen Sache. Also 7 Jahre haben wir dafür gebraucht. Jetzt aber Kai. Ja, vielen Dank für diese schöne Präsentation und vor allem auch diesen sehr schönen Film, wie ich finde. Mich würde interessieren, eine Frage an Tobi, du als Regisseur, wie lange deine Zeit war mit dem Projekt und ob du durchbezahlt worden bist oder ob es nicht funktioniert. Also ja, ich wurde bezahlt, durchgehend. Und ich war, ich würde sagen, wirklich? 2 Jahre auf dem Projekt. Ja. Sozusagen, um und bei 2 Jahre. Ja. Interessanterweise war Pandemiebeginn war Startschuss, Pandemieende waren wir fertig. Wir haben tatsächlich im April 20 mit der Produktion angefangen, als wir gerade alle zu Hause dann waren. Ja. Im April 22 haben wir den. Ja. Jakob? Tatsächlich. Also. Bisschen schade, weil wir natürlich alle hier so in unserem Homeoffice dann gesessen haben. Also so Animation macht natürlich auch Spaß und überhaupt jeder kreative Prozess, wenn man gemeinsam irgendwo sitzt. Aber wie ihr ja gesehen habt, haben wir immer lustige Videos hin und her geschickt und über Skype und Zoom und so kann man ja auch gut miteinander sprechen. Und es hat eigentlich im Endeffekt doch, finde ich, erstaunlich gut geklappt, auch wenn wir es wirklich jeder. Ich fand auch diese Zoom-Calls mit den Animatoren, das ist wirklich zum Schießen, weil die sitzen dann, man sieht ja immer, wo sie alle arbeiten. Und der eine arbeitet im Treppenhaus und hat dann noch einen Kleiderständer hinter sich stehen, bei dem anderen läuft ständig die Katze durchs Bild. Das waren wirklich lustige Bedingungen, unter denen wir diesen Film eigentlich gemacht haben. Ja, auch ein paar gestandene Schauspieler, die eingewickelt in Laken vor dem Mikrofon Sprachaufnahmen zu Hause gemacht haben. Ich sag mal nicht wer, aber es war schon erstaunlich. Aber es war gut. Hat der Performance hat nichts, war super. Hier nochmal kurz zurück zum Chat. Die Finanzierung hat nicht 5 Jahre gebraucht. Da wird ja auch noch das Drehbuch geschrieben und die Crew zusammengestellt. Und alles. Die Finanzierung hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Ab fertigem Skript und erstem kurzen Animationstest. Jetzt Jakob? Ja. Hi. Auch von mir vielen Dank für das schöne Making-of. Ich habe eine Frage an Emily und eine an Tobi. Emily, du hast am Anfang ganz kurz über die Stofffindung und Optionen gesprochen, aber das war sehr, sehr kurz.
würde mich tatsächlich interessieren, also warum den Pratchett und hattet ihr Pratchett schon länger im Kopf oder hattet ihr Maurice schon länger im Kopf? Einfach, wie seid ihr auf den Stoff gekommen? Und du hattest angedeutet, dass der Autor, ich weiß nicht, ob ich es akustisch richtig verstanden habe, dass ihr den mitgeerbt habt. Ja. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Sachen sagen. Und an Tobi dann nur die Frage, weil ihr jetzt über Borden und Animatic relativ wenig gesprochen habt, dann nach Emily, wie lange ihr gebordet habt und wie lange ihr geschnitten habt, würde mich interessieren. Also warum den Pratchett ist recht einfach zu beantworten, weil es der einzige ist, den sie uns angeboten haben. Mhm. Das war das einzige Buch, was als alleinstehendes Buch aus der Scheibenwelt funktioniert, was auch das einzige Buch ist, was eigentlich ein Kinder- und Jugendbuch ist. Ja. Und hat dafür auch Preise gewonnen. Deswegen, wenn man mit Narrativia, das ist die Agentur, die Rechteinhaber, die bündeln sämtliche Pratchett-Rechte, wenn man mit denen spricht und ein Buch angeboten kriegt, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum, wir hätten aber gerne ein anderes. Außerdem war das eben durch diese Merkmale in sich abgeschlossene Geschichte und sowas, war das total geeignet. Und ja, Terry Rossio, was heißt mitgeerbt, aber es gab Kontakte der Agent von Narrativia zu Terry Rossio. Die waren aber dann nicht der Mittler, aber er wusste über die, dass da möglicherweise was kommt. Und dann haben wir aber selber mit ihm verhandelt und auch selber mit ihm gesprochen und Skriptkommentare ausgetauscht und so. Und war sehr, der saß auch, aber nicht, weil Corona war, aber der saß auch in seiner Küche in Kalifornien und arbeitet vorrangig nachts, was uns entgegenkam, da das dann passte. Und wir kriegten dann auch seine Kinderzeichnungen und Zwillingsbilder und sonst was von ihm. Es war schon ein recht persönliches Verhältnis dann. Danke. Jetzt du, Tobi. Ja, zum Storyboard. Storyboard haben wir, glaube ich, ungefähr 6 Monate. Jana, du bist da, du korrigierst mich, genau. Ungefähr 6 Monate, was die bis dahin längste Storyboard-Phase war, die wir hatten. Also wir, wie gesagt, das Budget war ja auch etwas größer. Wir konnten quasi dann an allen Fronten uns ein bisschen mehr ausdehnen und ein bisschen mehr erlauben. Das war, ansonsten war es eine ganz normale Storyboard-Phase. Wir hatten, glaube ich, 5 Border in der Zeit. Wir haben gearbeitet erstmal mit Layout-Stimmen. Erstmal mit 4 Schauspielern haben wir den ganzen Film gemacht. Damit haben wir die Animatic gemacht. Und am Ende von diesem Prozess ist es dann ja oft so, dass die Hälfte der Stimmen wiederum neu eingesprochen wurden, von uns selbst viel. Mit Kolleginnen haben wir das gemacht. Und dann, als wir dann gesehen haben, das ist der Film, das ist super, das funktioniert, dann haben wir die großen Stars erst vors Mikrofon geholt, weil wir dann wirklich genau wussten, wir brauchen die Zeile und zwar genau auf diese Art und Weise. Und dann haben wir die 9 Stimmen draufgelegt und dann muss man natürlich noch ein bisschen am Schnitt arbeiten, aber dann ging es direkt in den Prozess. Ja. Ich gehe kurz auf die Frage im Chat ein und dann Ralf. Eine Einschätzung, ob Animation für Erwachsene in Deutschland gut finanziert werden könnte, sage ich eindeutig. Die Einschätzung ist nein. In Deutschland sind wir nicht sehr animationsaffin, wenn es zu erwachsenen Stoffen kommt. Da ist Frankreich, Belgien ganz andere Länder und ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten. Hier ist das doch sehr begrenzt, weswegen wir das auch noch nie versucht oder gemacht haben. Wobei ich gerne ergänzen würde, auch in Frankreich und Belgien ist es die absolute Ausnahme. Ne? Mhm. Also auch wir reden immer in der Branche viel darüber. Deswegen glaubt man, es gibt sehr viel, aber auch da ist der Marktanteil wahrscheinlich eher bei 3-5% an Erwachsenenfilmen im Vergleich zu Family Entertainment oder Kinderfilmen. Okay. Erstmal auch von meiner Seite danke für die schöne Präsentation. Ich habe den Film ja schon vor 1 Jahr sehen dürfen, als ihr an der Auswahl für den Deutschen Filmpreis wart. Ich habe eine Frage, vor allen Dingen in deine Richtung, Emily, was das Team betrifft, vor allen Dingen das deutsche Team. Ich habe den Eindruck, dass ihr ein relativ stabiles Team seid und dass ihr sozusagen auch von Projekt zu Projekt gehen könnt bei euch. Ist es ein Eindruck, der täuscht oder weil für uns stellt sich immer wieder bei jedem Projekt erneut die Frage, wie wir das zusammenstellen, auch mit den üblichen Beschränkungen, gerade wenn die Finanzierung aus Deutschland und von Ländern kommt.
Ich hatte den Eindruck, ihr seid diesen Zwängen nicht so ausgesetzt. Könnt ihr was dazu sagen? Also wir sind ein sehr beständiges Team, das stimmt. Und wir arbeiten auch gerne immer wieder mit allen zusammen. Wir sind relativ gut bei Ulysses, möchte ich mal sagen, darin immer was in Produktion zu bringen. Also wir haben da keine langen Lücken dazwischen. Wir haben immer ein guten Zahl an Filmen in der Entwicklung, wovon sich dann rausstellt, welcher Fahrt aufnimmt und finanziert wird und dann auch in Produktion geht. Deswegen sind wir da in so einem Prozess tatsächlich, dass wir ungefähr zwei bis drei Filme in 3 Jahren machen. Und da können wir das Team natürlich auch halten. Also halten beziehungsweise immer weiter wachsen lassen. Und ja, der Eindruck trübt nicht, dass wir da recht stabil zusammenarbeiten. Das stimmt. Und wir haben auch tatsächlich den Vorteil, dass die Leute gerne in Hamburg wohnen, die hier wohnen, und unser Team, dass wir da wenig Vorzüge haben. Also Vorzüge, nicht Vorzüge. Deswegen passt das auch ganz gut. Entwicklung ist key, dass wir was in Entwicklung haben, was dann in Produktion geht, damit wir einfach weiter planen können. Hattet ihr eigentlich Entwicklungsgelder in Deutschland gehabt für das Projekt? Wir hatten Media Slate Förderung und haben Referenzmittel von der FFA selber reingesteckt. Noch weitere Fragen? Ja. So, war letzte Chance. Jetzt habt ihr uns hier sitzen. Ja, wir gehen nicht weg. So, jetzt, Entschuldigung. Emily, was ist denn die Lehre produzentisch? Das ist ja schon was anderes jetzt mit dem großen Namen Terry Pratchett davor und mit einem literarischen Stoff als Basis. Würde mich interessieren, was ihr, also weil du sagst, das lässt sich jetzt eigentlich bei Pratchett nicht fortsetzen, weil das Buch war, was man kriegt und die andere Scheibenwelt sich auch nicht wirklich so reinfügt. Also ohne, dass ich da jetzt irgendwas aus der Nase ziehen will, aber mich würde es interessieren. Wir haben die Rechte zum Sequel. Wir dürfen selber ein Sequel schreiben und produzieren. Das haben wir geschafft. Super. Wir haben uns das Vertrauen wirklich erarbeitet. Muss ich sagen, es gibt keinen weiteren Stoff, aber wir dürfen jetzt die Charakterwelt, die wir da aufgebaut haben, dürfen wir tatsächlich fortentwickeln. Und das hat uns auch sehr gefreut. Also das war auch, also das, die vergeben im Moment eigentlich gar nichts weiter, aber das können Sie sich vorstellen, dass wir da im Sinne von Pratchett eine neue Geschichte erfinden. Super. Und das ist schön. Hier ist noch die Frage, wie viel Geld in die Entwicklung gesteckt wurde. Das waren fast 300.000 Euro. Das ist einfach eine teure Angelegenheit, Skript und auch die Designs und alles schon so weit zu bringen, dass es produktionsreif ist, beziehungsweise dass jemand bereit ist, eben auch, oder nicht jemand, sondern viele bereit sind, insgesamt 11 Millionen dafür zu investieren und zu geben und das Vertrauen, dass das dann dabei rauskommt. Ich hätte noch eine Frage, Emily, Tobi. Ja. Und zwar Musik, Komposition. Wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr Komponisten gefunden und wie lange hat das gedauert und wo habt ihr das gemacht? Der Tom war in UK. Also wir mussten mit Sicherheit... Worksplit UK. Okay, also war Tom gesetzt, aber er war halt auch ein Top-Komponist. Also da gab es von mir überhaupt keine Einwände. Wie lange, um Gottes Willen. Im Grunde geht es, wenn man Glück hat, hat man den Komponisten ja relativ früh schon drin, eigentlich schon ganz am Anfang, während der Animatic-Phase. Dann kümmert sich, um sich zumindest kennenzulernen, dass der Komponist weiß, was auf ihn zukommt, wie man sich es ungefähr vorstellen kann. Was wir viel machen, ist, dass wir benutzen viel Layout-Musik von anderen Soundtracks. Also bei unserem Film war zum Beispiel zu 90% Box-Trolls. Das hatte einfach die richtigen Vibes für uns, wo wir dachten, auch einfach wichtig ist natürlich, dass du diesen Soundtrack dann irgendwann wieder aus der Birne kriegst, aber das kann man ganz gut machen. Ich glaube, sobald die Animatic auch fertig ist, musst du das eigentlich nicht mehr hören. Du
solltest das auch dem Komponisten nicht vorspielen. Die Komponisten, die sind da ganz easy und sagen, ja, hau mal rein, schick's mal rüber. Und man, aber viele wollen das natürlich auch auf keinen Fall. Und daher kann ich auch nur empfehlen, wenn man Layout-Musik nimmt, ist das super. Das hilft dir wirklich, deine Animatic zusammenzuhalten. Wir versuchen mit den Animatics immer wirklich vollständige Filmerlebnisse zu erzeugen und wirklich zu wissen, was wir machen, ist einigermaßen brauchbar. Und dann sollte man diese Musik einfach ausmachen und dann ist sie weg, weil du musst sie aus dem Kopf kriegen. Ja. Und manche ist aber ja für die Animation schon notwendig. Manche Musik. Genau, ne? Dann haben wir, was die Five, die Flötenmusik angeht, mussten wir ein paar Dinge vorher machen. Die haben wir mit ihm besprochen. Da hat er uns Melodien geschrieben, die er erstmal am Keyboard eingespielt hat. Und zu denen wir dann animiert hatten, weil es gab schon ein paar Szenen, wo die Bewegungen halt genau passen mussten. Jedenfalls hatten wir den Ehrgeiz, dass die Bewegungen wirklich genau passen. Und das hat er vorgebracht und dann daraus eine Partitur gemacht, die der Flötist, der offensichtlich ist alles, was man auf ein Papier spuckt, auch spielen kann. Das war echt total krass. Und dann, ich konnte den Geräusche vormachen, die er danach gespielt hat, weil der Piper sollte so durch seine Flöte sprechen. Also gibt's da auch Videos von dir? Ja, das gibt's alle. Ja, aber auch vor allen Dingen von den Typen. Also ich glaube, wir haben das zum Teil aufgenommen, wie ich ihm was vorsieht. Er dann durch die Flöte. Alles war krasser, wahnsinnig, toller Künstler. So auf YouTube gibt es ein Making-of vom ganzen Film, ungefähr eine halbe Stunde mit auch noch mehr Ausschnitten und noch mehr Sachen, das kann man finden und da. Ist zum Beispiel ehrlich, auch der lang der Komponist dann dafür gebraucht, da kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist immer dann halt gegen Ende, ne? In den letzten Wochen wird das dann plötzlich sehr heiß, das Musikthema. So. Weiß Emily wahrscheinlich besser als ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Muss ich auch nicht zur finalen Mischung, war alles da. Ja, also. Eine Mischung war es. Aber schon, ich denke schon, die Hauptarbeit sind 10 bis 12 Wochen, die ja wirklich nur daran dann arbeitet. Ein paar Monate sind das ja. Dankeschön. Gerne. Wie viel vom Gesamtbudget habt ihr für den Cast aufgewendet? Das war insgesamt tatsächlich knapp 500.000 Euro. Und der Arbeitsprozess, was am meisten gekostet hat, ist das, was auf die Leinwand geht. Also das Bild an sich herzustellen, was ja anfängt mit dem Storyboard, über die Figuren, über die Animation, dann die technischen Leuchten, Rendern, Compositing. Das ist ja alles, was am Bild gearbeitet wird. Das nimmt schon den größten Teil des Budgets ein. Also im Prinzip Personen ist der Haupt, also das meiste, was wir ausgeben, ist für Personen. Viele Personen. Und ich erinnere da eine Sekunde am Tag, da kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn man dann irgendwie 80 Minuten Film macht, irgendwie wie rechnet selber aus, aber ist teuer. So, noch Fragen? Könnt ihr kurz sagen, wie viele Animatoren ihr insgesamt gehabt habt? Jana, bist du noch da? Peter, ja. Aber ich glaube, ich bin überfragt. Also ich würde sagen, wir waren bestimmt 30. Alle zusammen. Also in beiden Ländern, in England und hier in Deutschland und auch ein paar remote natürlich verteilt. Also wir sind über die Zeit bestimmt auf 25 bis 30 Animatoren gekommen, ja. Ja. Und insgesamt das größte Team, was wir hatten. Insgesamt über 250 Leute haben nicht über den gesamten Zeitraum, aber in Teilen und Departments und so am Film gearbeitet. Ja. Danke. Krass. Das ja, denke ich auch manchmal. Ja. Ja, deswegen sind die Credits auch immer noch mal ein ganz wirklich langer Prozess und da meine Kollegin
Vinny ist doch sehr lange dran rumgeschraubt und rumgearbeitet, bis die rollen. So, ich würde sagen, die letzte Frage, wenn noch jemand eine hat. Sonst würde ich mich dazu schalten und mich bei euch bedanken für diesen tollen Einblick in eure Arbeit. Ich glaube, dass wir alle noch mal mehr verstanden haben, was da alles zusammengeht und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge und mit wie viel Menschen und wie viel Detailliebe da reinfließt. Ja, hat großen Spaß gemacht. Ich gucke mir auf jeden Fall die halbe Stunde bei YouTube jetzt auch noch an. Ja, gucken. Und genau, ich glaube, das hat insgesamt allen sehr geholfen und Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr vier. Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Schön. Ja, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Sehr, sehr gerne. Und wir drücken die Daumen nochmal, um zu sagen, Europäischer Filmpreis. Ne? Zählen auf euch. Das wäre sehr schön. Ich komme hin und drücke vor Ort. Genau. Und wir freuen uns auf Teil 2, wenn wir das verstanden haben. Wir sind dran, wir brauchen noch einen kleinen Moment. Aber genau. Vergesst nicht, die Videos aufzunehmen, wenn Tobi vormacht. Da können wir noch gern ein paar mehr sehen. Oh ja. Genau. Und vielen Dank euch allen, dass ihr wirklich bis zum Ende alle dabei wart. Ganz, ganz toll. Ja, vielen Dank. Danke euch. Dankeschön. Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.